und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich allein unterwegs am wunderschönen Gardasee und ich teste für euch diesen Bauchrückengurt von der Insta360. Die kann dann hier mit dem Selfie-Stick, der wird natürlich noch länger, so über mir schweben, sodass es so ausschauen soll, als ob mich eine Drohne verfolgt. Dafür habe ich mir den Coast Trail ausgesucht, hier die Felsplatten runter. Besser geht's ja eigentlich gar nicht, weil wenn das nicht cool aussieht, dann gibt es wahrscheinlich keinen Spot, an dem das cool aussehen würde. Und von dem her drücken wir mal die Daumen, dass alles gut läuft. Ich kann halt jetzt keinen Rucksack mitnehmen, deswegen habe ich alles wie so ein Marathon-Vollhorst. Die Profis machen das ja nicht so, sondern eher immer alle anderen am Rahmen festgeklebt. Ich habe nämlich jetzt zu wenig Taschen, um alles mitzunehmen, was ich brauche. Und auch nur noch eine Trinkflasche. Aber wir wollen mal nicht jammern. Auf geht's auf den Berg rauf und dann testen wir mal, was die Kamera so hergibt. Gardasee ist ja schon mal wunderschön. Während der Auffahrt hat man immer wieder Blick über den See. Ist natürlich echt mega schön. Ich bin aber jetzt wirklich vor allem gespannt auf die Aufnahmen. Und ich erhoffe mir so viel. Hoffentlich werde ich da nicht enttäuscht. Wie so oft, wenn man sich zu viel erwartet, sind wir ein bisschen kritisch. Aber vielleicht wird es ja echt so cool, wie ich mir das vorstelle. Was soll ich euch erzählen? Sommer, Sonne, Gardasee. Es ist schon Mittag, damit der Trail noch ein bisschen trocknen kann. Gestern hat es voll geregnet. Gebt euch einfach die Landschaft hier, diese abgebrochenen Felsplatten. Da oben hat man dann 500 Höhenmeter erst. Das ist noch nicht das Ende. Und über diese Platte geht es nachher runter im mit teils gigantischen Blick auf den See. Das ist wirklich einer meiner absoluten Highlights. Heute echt mal mit grandioser Sicht bis zum Ende vom See. Allerdings meist nicht das beste Wetterzeichen. Also hoffen wir das Beste. Noch ist nämlich alles ganz schön nass. Also ich fahre auf jeden Fall zum oberen Einstieg und hoffe, dass es bis dahin nicht wieder regnet. Das wäre natürlich gemein. Das Video heute besteht aus einem Mix von GoPro und Insta360 Aufnahmen. Diese Aufnahmen hier in der Ego-Perspektive, die sind immer von der GoPro am Brustgurt, also am Chest Mount. Und wenn es so ein bisschen aussieht, wie wenn mich eine Drohne verfolgen würde, da steht aber sogar Insta360 dann im Bild unten rechts, dann ist es mit der Insta aufgenommen. Also das hier jetzt ist dann eben mit der Insta aufgenommen worden. Ja, sagt mir unbedingt, wie findet ihr die Aufnahmen? Sieht das cool aus? Sieht das künstlich aus? Was mich selber ein bisschen stört, ist, dass der Stab natürlich ein bisschen hin und her schwankt. Aber ich denke, wenn man da einen flowigeren Trail fahren würde, dann wäre das natürlich weniger krass. Nur, wer den Coast Trail kennt, der ist schon ganz schön verblockt und dementsprechend hat der Stab dann natürlich einige Schwingungen abgekriegt, wenn er mir nicht gerade irgendwo hängen geblieben ist. Weil ja, eingewachsen ist der auch mehr, als ich so im Gefühl hatte. Wenn man sonst nichts hat, was einem überschwebt, dann merkt man das gar nicht, wie sehr manche Trails eigentlich zugewachsen sind. Aber auf der Felsplatte hatte ich dann natürlich freie Fahrt. Von dem her heißt es auf jeden Fall dranbleiben für euch. Dann seht ihr, wie die Platte mit diesem drohnenähnlichen Gerät aussieht. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir eure Meinung unbedingt in die Kommentare. So, weiter geht's jetzt mit dem Teil in eingefahren, dann stört es gar nicht, aber dann kann ich natürlich auch nicht filmen. Da macht es nämlich keinen Sinn. Trail trotzdem echt ausgewaschen und ja, auch noch ein bisschen nass von gestern. Nicht total, aber eben schon so unangenehm. Ja. Ja. Was sagt man dazu? Hier drei ich mir behaupten, hatte ich tatsächlich noch nie Probleme zuvor. Aber gut, alles ist irgendwann das erste Mal und dieses Ding vom Rücken schlägt mich auch leider immer noch. Das macht keinen Spaß. Ich glaube aber, die Aufnahmen könnten das wert sein. Thank you.
Das sind zwar nur ein paar Meter, also vielleicht 50 Höhenmeter, aber hier ist kein Weg mehr. Da liegt ein Baum mitten im neuen Weg. Hier seht ihr, da ist so ein bisschen neu was gemacht. Da kommt man aber nicht so richtig hin. Also da ist wohl der Verhau derzeit. Jetzt habe ich die 360 wieder dran gemacht, sagen wir es so. Im Schatten sieht man, boah, ich bleibe auch schon überall hängen. Nachher ist es offener, dann sollte ich nirgendwo mehr hängen bleiben. Und ja, ich hoffe einfach, die Aufnahmen werden gut. Für den ist es nicht. Es ist aber okay. Ui, jetzt hänge ich wieder. Ja, krass. Ist sie noch dran? Ich denke fast schon. Ich glaube, sie ist jetzt noch weiter oben. Mal sehen. So dran, wie ich sie eigentlich haben wollte. So stelle ich mir eben vor, dass es am besten passen sollte. Ob es dann so ist oder nicht, da fahren wir leider erst nach dieser Tour. Oh ja. Also man muss halt echt extrem aufpassen, wo man sonst easy durchkommt, ist gar nicht an Durchkommen zu denken. Ja, wahrscheinlich wieder für super freie Gipfelhänge. Ultra cool. Für die Platte sicher auch mega. Für den Weg dahin, wo ich jetzt gerade bin, nicht so toll. Ja, hätte ich wissen müssen, habe ich mir aber eingebildet und jetzt habe ich die Rechnung, also es fährt sich echt beschissen, weil ich einfach überall hängen bleibe. Ja, ich bin echt ultra gespannt auf die Aufnahme. Jetzt habe ich sie mal wieder abgebaut, weil ich bleibe sonst überall stecken. Für mich aber klares Manko, wenn ich jetzt nicht gerade Profifahrer bin, dass irgendjemand meinen Stuff mitnimmt. Wie soll ich das dann machen? Weil wenn ich auf irgendeinem ausgesetzten Kamm bin, dann brauche ich ein paar Sachen. Und ich kann aber nicht gescheit was mitnehmen mit diesem Teil. Also ja, wie soll ich meinen Stuff mitnehmen? Für mich jetzt noch so ein bisschen fraglich. Aber ansonsten bin ich echt einfach nur sehr gespannt auf die Aufnahme. Oh shit, der ist komplett nass. Da werde ich mich ultra schwer tun. Oh ja, es ist super rutschig.
So, nochmal kurz zur Veranschaulichung. Da kommt der Trail runter, der ist wirklich relativ steil drin. Und das ist der Blick über den See. Und heute ist echt malerisch von der Aussicht her. Es zeichnet sich alles super gut, das Licht ist gigantisch. Nachdem man dann den Strommast erreicht hat, ist es vorbei mit den ausgesetzten Stellen, wo man auch wirklich abstürzen könnte. Dann wird es erstmal nochmal richtig flohig, bevor es dann schon nochmal ein bisschen technisch wird. Das habe ich euch diesmal aber weggelassen, weil es kommt doch noch einiges nach diesem Teil. Deswegen bleibt mal dran, hier geht es noch schnell die Küstenstraße runter zum Platz. Ah, erstmal gut am Platz angekommen. Ich habe gerade überlegt, ob ich umstellen soll, weil hier natürlich voll die Drecklacke ist. Gestern gab es aber nur noch den, jetzt wäre der hier auch noch frei. Ich glaube, ich bin aber zu faul. Jetzt habe ich gerade den Anruf bekommen, dass Nico und seine Männer schon oben am Trimalzo sind. Und damit heißt es für mich, ich kann auch losfahren. Dann setzen wir zusammen noch einen Trail. Da ist er auch schon. Geschafft! Ja. Sogar mit Kratzern. Hast du hingefallen? Nee. Dornen. Ja, ja. Ja, das hat voll ausgespült. Drüben auch. Aber es hat gestern auch wirklich krass geschüttet. Also ich weiß nicht, ob das noch älter ist, weil es war auch mal dieses Unwetter. Ja, wenn man sich eine gute Woche nicht gesehen hat, was macht man dann? Natürlich zusammen Trail fahren. Das ist der Trail zum alten Fonale Hotel, auch einer meiner absoluten Favoriten, aber das habe ich euch ja auch schon erzählt. Schöner Mann. Ja, könnte fahren, Fräulein. Bitte schön. Hier dieses Stückchen, ja, das sieht gar nicht so toll aufgenommen aus, aber das ist wirklich ultra steil in echt. Also einige von euch kennen das ja ganz bestimmt. Das ist nicht so schwer zu fahren, aber es kostet immer ganz schön viel Überwindung, dass man da eben schön Druck aufs Vorderrad gibt. Und man dadurch genug Bremskraft aufbringen kann. Wenn man das macht, ist es aber echt spaßig. Ja, damit geht es in den letzten Teil des Trails. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schaltet wieder ein. Es gibt noch ein paar Teile vom Gardasee.